Hallo zusammen, ich bin der Leadfeeder in League of Legends und möchte euch heute Dianas Gameplay vorstellen. Sie ist ab heute spielbar auf dem amerikanischen Beta-Server und ich zeige euch jetzt erstmal die Skills bzw. die Ingame-Animationen. Der Q ist eine neue Art von Skillshot, der eine kleinere Kurve fliegt und nicht direkt auf das Ziel zufliegt. Ihr W-Skill ist ein Schild mit zusätzlichen drei Schadenskugeln. Wenn diese drei Schadenskugeln eingeschlagen sind, erneuert sich das Schild. Der E-Skill ist ein kleiner CC, der die Gegner auf sich draufzieht und sie slowt. Zusätzlich ist der Effekt da, dass wenn man das Ulti auf ein Ziel, das von E betroffen war, nutzt, das Ulti keinen Cooldown hat. Insgesamt wirkt der Hero sehr stabil und er macht Spaß zu spielen. Ich glaube, dass Sheen ein Pflichtitem sein wird und dass es auch möglich sein wird, mit ihr zu jungeln. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Spielszenen und am Ende des Videos zeige ich euch auch den neuen Shogard Skin, der sehr gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Sonst hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ich werde meine Erkältung jetzt weiter auskurieren. Bis zum nächsten Mal. Chosen of the world. Enemy rampage. Shut down.